So, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Let's Play 7 Days to Die. Ich hoffe, ich bin mal heute nicht mehr so aufgeregt, wie ich bei der letzten Aufnahme war. So, also ich habe mich jetzt mal vorerst entschieden, hier oben zu bleiben. Es ist 16 Uhr. Das Einzige, was ich vielleicht mache, ist nochmal kurz runtergehen. Aber ich brauche eigentlich auch noch die Zeit zum hier ein paar Sachen vorbereiten. Was habe ich denn jetzt alles? Habe ich Holz? Holz. Woodspikes habe ich schon ein paar. Ah ja, das wird auf jeden Fall eine harte Nacht. Die meisten entscheiden sich ja, Aged Wood, für die erste Nacht einfach in einem Haus zu verbringen. Weil es einfacher ist, vermute ich mal. Ich kann da jetzt nicht viel dazu sagen, aber. Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt muss ich hier ein bisschen sortieren. Ich will jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe einfach mal generell, dass die Zombies hier nicht so leicht hochkommen. Kann ich hier sowas wegboxen? Ist der vielleicht das mal wegtun? Bisschen eine freie Fläche. Ah, verdammt. Das hat, so eins hatte ich doch schon mal. Das ist jetzt ein anderes Gras. Jetzt halt so. Ich boxe hier mal kurz das Gras weg, damit ich hier eine ordentliche Fläche habe zum Bauen. Vielleicht könnte es auch generell hier dann unser Haus werden. Das weiß ich jetzt noch nicht. Die Stelle an sich ist ganz cool eigentlich. Hier ist nur ein bisschen wenig Wald hier in der Gegend. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Hier reichen meine Karate-Skills noch nicht aus, um das wegzuhauen. Okay, sei es drum. Also ich werde jetzt mal hier hoffen, dass es mit so einem kleinen Podest oder vielleicht doch eine kleine Wand. Jetzt brauche ich meine Box-Skills nochmal. Wächst das Gras nach. Ich muss das hier so schön weg. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die erste Nacht wird. Ja, ich baue das hier schon wieder viel zu groß. So viel Holz habe ich gar nicht. Ah. Ich habe doch Angst. Oder nur ein Tower bauen. Oh ja, ich habe kein Holz. Das ist schön. Ich bräuchte Holz. Ich baue jetzt hier vielleicht doch dann erstmal so ein kleines Towerchen. Auch wenn es ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, die Angstlösung ist, aber. Ja, ich habe jetzt starte hier gerade nicht mit den besten Voraussetzungen. Deswegen ist mir das jetzt gerade mal egal. Schönes Wetter wieder. Bin mir auch gar nicht sicher, kriegt man mit jedem zerstörten Holz das Holz wieder, oder? Ich habe gedacht, dass es so per Zufall entschieden wird, dass man dann eventuell ein paar Hölzer gar nicht wieder bekommt, wenn man die zerstört quasi. Mit der Schrotflinte. So, jetzt geht es auch aus. Ich habe jetzt mir noch überlegt, auch wenn es mein schönes Podest ein bisschen kaputt macht, aber ich kann hier so ein bisschen lustigerweise mal, je nachdem, wo die Zombies nachher sind, mit den Sprengfässern mich ein bisschen verteidigen. Ich hoffe nur, dass es mich dann nachher nicht wegsprengt. Muss auf alles gefasst sein. Was haben wir hier noch? Muss ich gerade mal gucken. Ah, ein Topf. Das bringt mir jetzt auch gerade herzlich wenig. Ein paar Stickies noch. Oh, ich klicke immer aus dem Rechtsklick drauf, statt alle zu nehmen. Wieder. Das wird wahrscheinlich auch öfters passieren. Sharpened Stick. Schon wieder. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Okay, Sharpened Stick. Jetzt, wie geht es? Spikes. Oh, okay, so rum. Davon können wir auf jeden Fall jetzt noch nicht genügend haben. So, Dille. Ja, da, ne, doch, kriegt man genau noch eins raus. Beziehungsweise drei.
Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, wir haben noch Gas, wir haben Papier, wir haben Stöcke. Papier, da geht doch irgendwie Fackeln. Forging. Forging Torch. Torch. Ich habe gehört in einem anderen Let's Play. Okay, mit dem Papier wohl nicht. Ein Buch. Auch nicht. Ja, okay. Mit Klamotten. Ah, okay. Ich mache jetzt ja mal nur die Hälfte. Ich brauche da nicht so viele. Ich habe dann lieber noch ein paar Stickies übrig. So. Jetzt sieht es doch schon mal. Oh, es wird schon dunkel. Habe ich jetzt die Fackeln hin? Also, wenn man die Fackeln jetzt hier aufbaut. Ich darf jetzt wohl mit denen nicht so nah an den. An den Benzinfässern sein, aber die machen die Zombies auch wieder ein bisschen beruhigter, einfach weil es hell ist. Deswegen pflanze ich da jetzt mal ein paar hin. Und jetzt noch hier weiter mit den Wooden Spikes mich ausrüsten. Okay, hier gehe ich nachher hoch, dann tue ich das hinter mir kaputt machen. So, ich hoffe jetzt mal, dass wir hier so über die erste Nacht hinwegkommen. Und wie gesagt, oh, da hört man schon die Zombies. Wie gesagt, vielleicht bauen wir hier unseren festen Wohnsitz auf, auch wenn wir hier so irgendwie im Nirgendwo sind. Okay, aber ich mache mir zu langsam ins Hemd. Deswegen verkrieche ich mich mal hier hoch. Das beliebteste Abbautool. Die Schrotflinte. Jetzt packt er da so rum. So, jetzt haben wir es. Sehr gut. Okay. Jetzt klatschen wir da am besten noch. Zack. Zack. Ich weiß gar nicht, ob die hier zwei Stockwerke hoch können. Ich weiß auch gar nicht, ob die generell hier hochkommen. Das ist jetzt ein bisschen arg. Ja, wie soll ich sagen? Arg ängstlich, wie ich hier dastehe. Hier so wirklich so auf so einem kleinen Tower. Aber ja, ich denke drüben, wenn man darüber guckt, in dem Haus ist man nicht wirklich viel sicherer. Von dem her gucken wir mal, wie es uns jetzt die Nacht übergeht. Die Zombies hört man schon, das ist auf jeden Fall schon mal. Wow. Wir haben zumindest mal ein bisschen Munition. Noch ein paar Ölfässer. Wir haben zwei Ölfässer aufgestellt für die letzte Verteidigung. Und was ist das? Wir haben Sticks. Wir können gerade mal ein bisschen durchgucken, was wir denn machen können. Iron Ingot. Das können wir mal noch eins machen. Für eine Axt oder ein Werkzeug, irgendwas. Ein Wooden Club. Brauchen wir sogar zwei. Das könnten wir jetzt machen. Also ein Baseballschläger. Eine Eisentüre, eine Feueraxt. Feueraxt können wir machen. Das probieren wir gleich mal. Zweimal Eisen. Sehr schön. Dann haben wir mal Werkzeug für den nächsten Tag. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich die geschärft. Ah, da muss man aufpassen, was man macht. Die Schärfen, die sind ja gut und schön, aber die kann ich jetzt bestimmt nicht mehr zurück verwandeln. Wood Spikes. Okay, das merkt sich wohl das Rezept. Jetzt haben wir nur 5, da fehlen uns noch mal welche, aber das ist jetzt mal egal. Essen, trinken, können wir auch gleich mal was. Okay, jetzt geht's los. Oh, Scheiße. Also die Ausdauer. Ach du Scheiße. Okay, bei den Geräuschen, bei den Ansturm, da macht man sich mal kurz eben fast in die Hose. Ach du Scheiße. Und jetzt stehe ich hier auf dem Präsentierteller. Okay. Ich brauche mehr Abwehr. Scheiße. Ich mache mir jetzt kleines Hemd. Oh fuck. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier so eine gute Idee war. Das sehen wir in den nächsten paar Minuten. Komm schon, ich brauche Abwehr. Komm. Jawohl. Jetzt habe ich hier wenigstens mal. Ach du Scheiße. Also, vielleicht haben wir auch Glück und die kommen ja echt nicht hoch.
Die wissen auf jeden Fall, wo ich bin. Ach du Scheiße. Wir haben ja aber schönes Licht. Das dürfte die dann auch ein bisschen langsamer machen. Nicht ganz so aggressiv. Wir haben Ölfässer, die wir zerschießen können. Aber erstmal müssen sie nach oben kommen. So, wir haben eine Feueraxt, gerade mal gucken. Wir haben ein leeres Glas. Bottle Water. Also meine Ausdauer, die wird hier auch nicht mehr aufgeladen, denke ich mal, ab so einem gewissen Hunger- und Durststatus. Deswegen kann ich den Fehler machen. Zuerst essen, dann trinken. Erstmal mal das Chili. So ein paar Chaps und Punts verteilen. Also wie es aussieht, haben die Schwierigkeiten, hier hochzukommen. Ist eigentlich eine gefundene Einladung für mich, hier mein Haus hinzubauen. Die Nacht ist aber noch nicht rum, es ist erst da 10:30. Ach du Scheiße, ich habe auch überlegt, eventuell ich mir ein Haus hochbaue, dass ich mir hier quasi einen Tunnel direkt nach unten baue und dann geradeaus einen Ausgang unten hin mache. Dass ich quasi unten nur eine Tür verstärken muss. So wie es aussieht, kommen die hier nicht wirklich hoch. Dann habe ich unten nur eine Tür zu verstärken und habe nicht jedes Mal so ein Geschieß hier hochzukommen. Okay, also ich habe jetzt mal was gegessen, das war jetzt auch nicht so viel, aber jetzt trinken wir gleich nochmal was. Also Wasser habe ich all mass bis jetzt noch. Ich habe ja auch schon immer gesagt, ich esse vielleicht erst noch was, bevor ich so viel trinke. In der ersten Zeit wird man, denke ich mal, alles Mögliche genug haben, essen, trinken. Aber ich denke eben, das ist so, wenn man mal ein paar Tage lebt, oder habe ich gerade einen Zombie-Rennen sehen, dann muss man immer weitere Strecken laufen, um an Nahrung oder Getränke oder sei es Munition zu kommen. Also man kann hier wohl nur 5 stacken. Wie viel Wasser habe ich denn? Krass. Muss hier mal ein bisschen sortieren. Kann ich hier noch mit... Ich kann noch die Zahlen ganz schlecht nur lesen. Das sieht für mich hier aus wie eine 1. Da gibt es... Ne, ist eine 4. Okay, also es ist Lamperation. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es auch noch was zu essen. Ein Topf. Bottle Water, Book. Painkillers ist auch schon mal gut, dass wir da was haben. Zu essen können wir damit hin. Wir haben eine Ersatzpistole, wir haben eine Ersatzshotgun, wir haben ein Magazin für eine M16 vermute ich. Leere Gläser, die können wir auffüllen. An einem Fluss oder an einem See vermute ich mal. Benzin, ein paar Autoteile haben wir. Ein Bett, das brauchen wir dann, um unseren Spawnpunkt zu setzen. Das hat mir netterweise und das letzte Video einer kommentiert. Das fand ich sehr, sehr, sehr nett. Wie gesagt, kommentiert gerne. Gebt mir Tipps. Ich bin hier voll der Noob, wie ihr es mitkriegt. Gebt mir Tipps, helft mir. Sagt mir, was ich machen wollt, was ihr sehen wollt. Ja. Okay, also es ist wirklich, ich bin jetzt kurz davor, mich hier runter zu trauen. Das ist echt, also die kommen hier nicht hoch. Es ist jetzt 0:10 Uhr. Okay, also gut, dann probieren wir das mal aus. Holz gleich wieder einsammeln. Mal ein bisschen einen Blick riskieren, wo die hier hängen, dass die nicht hier hochkommen. Es wäre lustig, wenn man so Ölfässer runterschmeißen könnte. So runterrugeln lassen und dann draufballern. Okay. Aber runter traue ich mich jetzt natürlich nicht wirklich. Ah, war schick. Wieder Wasser. Wasser, Level Wasser. Wir passen rein, Hemm. Oder unten kommen noch mehr Zombies. Es kann natürlich jetzt auch sein, die boxen sich hier in das Fundament von dem Berg und nachher stürzt der ganze Berg ein. Das wäre natürlich auch nicht so geschickt.
Können die sich nach oben buddeln? Nicht, dass die irgendwann von unten kommen. Also ich muss mir das auf jeden Fall mal, wenn es wieder tagsüber ist, mal anschauen. Wie das jetzt da unten aussieht. Das Erde abbauen, ja. Mein Faustschlägen. Collect Sand. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, nicht, dass hier jetzt in den nächsten Minuten alles zusammenbricht. Das zittert schon ganz schön. Gucken mal, ob wir vielleicht sonst noch was hier außenrum finden. Bisschen Holz. Holz ist immer gut, vor allem in der Landschaft hier. Hier stehen keine Bäume rum. Da muss man sich auf das herumstreunende Holz, angeschwemmte Holz beschränken. Da haben wir nochmal eins gefunden. Okay, also ich werde auf jeden Fall, mein Plan für morgen ist mal genau den Teil da drüben nochmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Gerade mal auf der Karte schauen, ob hier noch irgendwas sonst in der Nähe ist. Wir könnten vielleicht hier vorne, sieht so aus, sobald es noch was ist, hier ist Wasser, da könnten wir Wasser dann auffüllen, wenn unser Wasser leer geht. Aber ich denke, bevor unser Wasser leer geht, wird unser Essen leer gehen, unsere Nahrung. Okay. Ich kann es jetzt immer noch nicht so, das ist so ein bisschen jetzt so verdächtiger Frieden, hier Ruhe. Ruhe kann man nicht sagen, also die Zombies machen ja Krach ohne Ende, aber ich frage mich halt, was die machen. Boxen die sich unten in den Berg rein? Können die nicht klettern? Wäre dann eventuell auch was, was man noch bearbeiten müsste, dass die hier den Berg nicht hochklettern, sondern dass sie sich quasi nur in der Waagerechte irgendwo dann durch die Hindernisse boxen. Nicht, dass die jetzt schon alle unter mir sind. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich krass an. Ich gehe mal auf meinen tollen Aussichtspunkt. Sehe ich auch nicht mehr. Ja. Da bin ich mal gespannt, was morgen dabei rauskommt, wenn ich mal runtergehe. Jetzt haben wir wieder Holz. Was ist das jetzt an? Ach, das ist Sand. Okay. Sand sieht ja sehr seltsam aus. Was kann ich denn noch machen? Ich kann hier Platten machen. Daraus könnte ich Holz machen. Also Holzstöckchen machen, aber da habe ich gerade noch genug. Beziehungsweise ich brauche 9 Stöcke noch. Sharpsticks. Für ein mal Woodspikes. So, dann habe ich die auch aufgebraucht. Ich glaube, ich brauche die, sonst brauche ich die gar nichts. Ja, aber ich bin jetzt mal wirklich, ich bin sehr skeptisch gerade. Das hört sich auch schon so an, ob als sie echt unter mir sind. Ich habe danach Schiss, dass der ganze Berg zusammenbricht. Das wär's halt, ja. Da kommt auch schon wieder einer eingerannt. Okay, aber ich glaube, hier ist jetzt nicht mehr wirklich was zu machen. Ich habe Scrap Metal, ich habe sogar 9 Scrap Metal. Interessant. Was kann man denn da draus noch machen? Barbed Wire, was brauchen wir hier? Ah, okay, ich kann hier quasi noch ein bisschen Stacheldraht bauen. Finde ich auch ganz lustig. Können wir dann hier vielleicht noch. Ja, ich denke mal, je nachdem, wie jetzt, wenn morgen der Berg aussieht unten, wenn der. Ah, okay, shit. Da bricht auf jeden Fall schon was unten zusammen, das habe ich gerade gehört. Also wenn die wirklich den Berg hier zu Kleinholz machen, dann habe ich nicht das große Bedürfnis, hier meine Festung aufzubauen. Also da unten tut jetzt regelmäßig was zusammenbrechen. Ach du Scheiße, es ist 3:30, soll ich mal ein bisschen runter gucken? Ich denke mal, ich werde jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen. Wie gesagt, schreibt weiter in die Kommentare, wie soll ich vorgehen. Was wollt ihr sehen? Was auch immer. Fandet ihr das gut? Fandet ihr das scheiße? Kritik, Tipps und Tricks, alles herzlich willkommen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal fürs Zuschauen und sag, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao.